Auf der Anuga FoodTech 2018 zeigt Beckhoff, wie Maschinen mit PC-basierter Steuerungstechnik schnell und hocheffizient auf die spezifischen und zunehmend komplexeren Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zugeschnitten werden können. Die Getränke- und Lebensmittelindustrie steht vor sehr großen Herausforderungen, hauptsächlich in diesem Bereich Ressourcenschonung, das heißt Ressourcenschonung im Verpackungsmaterial, ebenso Ressourcenschonung im Verpackungsgut. Hier ist die Industrie gefragt, die OEM und die Maschinenbauer Hand in Hand zu gehen, um das Packmaterial zu reduzieren und die Rohstoffe optimal zu verpacken. Beckhoff zeigt in Halle 7, wie sich all das mit einer einheitlichen Hard- und Softwareplattform für PLC, Motion, Vision, Mess- und Prozesstechnik umsetzen lässt. Mit einer systemintegrierten Cloud-Lösung bietet Beckhoff dem Maschinenbauer und Endusern alle erforderlichen Komponenten für die einfache Cloud-Anbindung. Wir bei Beckhoff verfügen über ein Team von Ingenieuren, das mit Endanwendern rund um den Globus zusammenarbeitet. Wir erhalten dadurch viele verschiedene Anregungen, wie zum Beispiel die Reduzierung von Kunststoffverpackungsmaterialien zur Abfallverringerung oder den Trend zu vorwiegend wiederverwertbaren Materialien. Losgröße 1 ist zu einem wichtigen Aspekt geworden. Daher gewinnt die Flexibilität von Verpackungsmaschinen immer mehr an Bedeutung. Darüber hinaus sind IoT und Industrie 4.0 bei allen auf der Tagesordnung. Und die Suche nach neuen Werken erstreckt sich sowohl auf wiederbelebte Industriebrachen als auch auf neue Greenfield-Standorte. Ein Highlight auf der Anuga FoodTech ist das lineare Transportsystem XTS Hygienic. Das XTS Hygienic Design wurde entwickelt, um in der Getränke- und Lebensmittelindustrie die OEM-Maschinenbauer zu befähigen, das XTS einzusetzen. Das heißt, das XTS Hygienic Design ist vollumfänglich abwaschbar mit allen gängigen Reinigungsmitteln, die in dieser Industrie gewöhnlicherweise benutzt werden, um eine Maschine zu säubern. Es gibt keine versteckten Ecken und Kanten, wo Bakterien und Keime sich bilden können, die dann einen Einfluss haben auf das primäre Produkt, das zu verpacken ist. Mit TwinCAD Vision integriert Beckhoff nun auch die Bildverarbeitung in die Automatisierungssoftware TwinCAD 3. Durch die einheitliche Steuerungsplattform vereinfacht sich das Engineering deutlich. Zudem lassen sich alle aus der Bildverarbeitung abgeleiteten Steuerungsfunktionen in einer Runtime exakt in Echtzeit synchronisieren. Ein weiteres Highlight auf dem Beckhoff-Stand ist das dezentrale Servoantriebssystem AMP 8000. Es integriert den Servoantrieb direkt in den Servomotor und eröffnet damit neue Wege für modulare Maschinenkonzepte.